1, 2 Abstand. Hier den nächsten Roboport hin. Zack. Und 1, 2 Abstand und da den nächsten Roboport hin. Robot, Robot. So, ist schon mal ein Anfang. Es fehlt jetzt nur noch ein Roboport hier, dann hätten wir auch die Ecke abgedeckt. Und wir können hier schon mal anfangen, die hässlichen alten Poles wegzumachen. Und den kompletten Wald. So. Weg, weg, weg. Guti. Jetzt sollte ich mich auf jeden Fall darum kümmern, dass wir genug Sand haben, um die Sandmauern durchgehend zu bauen. Weil ich verteile hier immer schön Aufträge, aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob die auch alle erfüllt werden könnten überhaupt. Nimm das Nachtsichtgerät aus, wenn du zu Hause bist. So. Cool. Und bau währenddessen keine Batterien, weil wir keine Batterien haben. Ach doch, wir haben Sandmauern. Nicht so super viele, aber okay. Haben wir jetzt keinen Sand mehr. Oh, gib mir kurz Munition und so Zeug. Num, 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 num. Jo. Sand war da. Boah, ist ein Anfang. Sand hier. Und da noch ein bisschen. So, das heißt, ich kann weiter Aufträge verteilen. Das ist schön. Kurz mal gucken, wie es bei der Forschung aussieht. Hier, ob die weiterhin ihre 2020... Was? Hier. Ob die weiterhin alles 20-fache Ausführungen haben. Nee, hellblau hinkt ein bisschen hinterher. Okay. Woran liegt das? An Batterien. Okay, das ist mir auch schon aufgefallen bei meinem persönlichen Bedarf. Dass die Batterien nicht so richtig hinterherkommen. Und wenn wir irgendwann unsere riesigen Akkuparks oder sogar, ne, MK2 Solaranlagen bauen, dann brauchen wir definitiv mehr davon. Spricht irgendwas dagegen? Die Capacitors was. Okay, das heißt, ich baue jetzt erstmal irgendwo da in der Nähe. Hier. Shift rechts, Shift links. So, Shift rechts, Shift links. So. Mit Speedmodulen. Go. Und den schnappe ich mir mal ein paar hiervon. Tu die da rein. So. Um das Ganze zu kickstarten. Also haben wir jetzt schon mal mehr davon. Wie sieht es bei dir aus? Du... Ja, eigentlich, ja. Machen wir auch da ein paar davon rein. So, trotzdem sollte es jetzt genug davon sein. Das heißt, wir haben mehr Weak Capacitors. Die hier werden hoffentlich nicht gebaut gerade. Ja. Ja. Das heißt, jetzt müsste das unten mit den Batterien durchgehend laufen. Im Idealfall. Mit den normalen Batterien. Das heißt, wir warten jetzt erstmal ab, ob das Ding unten durchgehend läuft. Und wenn es durchgehend läuft und wir zusätzlich noch einen Überschuss haben an den da, dann bauen wir eine zweite Fabrik. Also nicht Fabrik, sondern Chemical Plant. War das, glaube ich, die Batterien herstellt, richtig? Ja, Chemical Plant. Und da kommen schon die ersten Capacitors angeflogen. Zack. Kriegst du von mir auch noch welche. Zack. Dum, dum, dum. Ist ein Anfang, ja. Aber ich denke, wir werden trotzdem eine zweite brauchen. Die... Das sieht alles doof aus hier. Also eigentlich müsste direkt daneben. Die Sachen müssten eben ganz anders hin. Muss mir was einfallen lassen. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal abwarten, ob das sich so vielleicht einigermaßen aufgeht. Und dann gucken wir weiter. Ihr seid nicht mehr wichtig. Du kannst abgebaut werden. Jetzt werde ich damit versorgt. Das ist nett von euch, danke. Bauen noch ein paar Tungstenmauern. Ich habe wieder Munition, das ist gut. Was genau? Also ich habe jetzt den dritten Fusionsreaktor hinten drin. Das heißt, ich habe genug Strom. Genug Strom wofür? Für noch mehr Schilde? Wenn ich irgendwann genug Schilde habe, kann ich alles gegentanken.
Und das müssen gar nicht mal die Guten hier sein. Es könnten auch die Schlechten sein. Bau mal 20 Schilde. Tu die mal rein und guck mal denn, ob wir genug Energie regenerieren. Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann dann die restlichen von den MK1er benutzen, um MK2er herzustellen. Und dann passt das. Was noch? Ja, eigentlich sollte ich am Ende dieser Folge wieder einen Zeitraffer machen, wo ich Topase klopfe. Weil, ne, das reicht so nicht. Strom. Strom ist momentan noch okay. Primary Solar Panel. 60 Kilowatt, das ist so wenig. Ich spiele eher mit dem Gedanken, nochmal so eine Stromanlage zu bauen, wieder hinten. Wie die da. Oder die überhaupt erstmal zu Ende zu bauen, fällt mir gerade auf. Weil wir hatten sie ja nur vorher beschränkt, weil wir im Westen die Basen hatten, wo wir nicht wollten, dass sie uns angreifen. Jetzt, wo uns das aber ziemlich egal ist, könnte ich ja... Das ist hier alles im Weg. Also deswegen hatte ich aufgehört. Ja, okay. Das sehe ich ein. So, dann kann das aber auch alles zu hier und nicht so ein halbes Ding. Weg, 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 weg. So, jetzt suche ich mir eine andere Stelle. Wie zum Beispiel hier. Mach denn hier zu, dass es hier alles gerade ist. Und bab denn hier nochmal genau wieder unten das auch hin. Ich sollte nur vorher darauf achten, dass es auch gleich in das Muster reinpasst. Also zwischen die Substations hier. Wo ist meine Schilde? Da ist meine Schilde. Lalal. Ups. So. Ja, wir haben jetzt eine Menge Schilde, aber das zögert das Ganze eigentlich nur hinaus. Weil irgendwann haben wir nicht mehr genug Strom, um alle Schilde dazu zu bringen, zu regenerieren. Aber, ja. Gut, dich erforschen wir jetzt. Und währenddessen gucke ich schon mal, was die nächste Stufe braucht. Die nächste Stufe braucht... alles nochmal eine Stufe höher. Ja. Ja. Aber alles noch... Ne, die da. Alles noch einfach, das ist okay. Da, da. Ja, das geht echt. Ja, 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 ja. Vielleicht. Achso, die hellblauen Tränke kamen nicht hinterher wegen den Weak Capacitors. Hat sich das jetzt inzwischen so ein bisschen gelegt? Batterien sind anscheinend vorhanden. Also man sieht sie durchgehend hier rödeln. Aber kein ordentlicher Puffer. Die Tränke gehen sofort weg. Ja, aber Hauptsache, die sind erstmal am Arbeiten. Das ist okay. Kurze Bestandsaufnahme, wie sieht es sonst aus mit Ressourcen? Kupfer ist runter auf 1,5. Eisen hält sich bei 2,3. Stahl ist okay, grüne Chips sind okay, rote Chips sehe ich auch drin. Und blau sind wieder 200. Ist und 42.000 Sand. Ups. Wo haben wir noch Sand? Ah, da unten. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch eigentlich gerade Sandprobleme in Anführungszeichen gehabt, weil wir nicht genug für die Sandsäcke hatten, aber nein. Ich habe die hier vergessen. Die habe ich auch so eingestellt. Schön, 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 schön. Dann schmeiß das doch mal alles hier so rein. Da so rein. Und sehr schön viele Mauern. Okay. Dum, 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 dum. Ah, das ist ein ordentlich dickes Schild. Das heißt, ich lass die Roboter die Mauern jetzt weiter. Die hier sind auch falsch. Sollten zwei Abstand zu dem. Das reicht mir jetzt. So, also.
Muster ist wie folgt. Wir haben die Substation, die geht genau bis kurz vor die Mauer. Warum auch immer. Sie geht genau bis kurz vor die Mauer. Dann kommt zwei Felder vor die Mauer. So, die dahin. Das heißt, wir haben drei Abstand hiervon. Und hier dran kommen die Topaztürme. So. Das ist unser neues Muster. Das heißt, die hier werden... Wenn ich die jetzt von den Robotern abreißen lasse, dann kommt genau dann Angriff. Aber das mache ich nach und nach. Tungstenmauern. Die wollte ich noch kurz von Hand setzen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ups. Ding. 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 Und geh du mal weg, der dummer Stein. So. Also hier oben sieht es langsam okay aus. Das Muster halt noch ein bisschen komisch, aber dafür schnappe ich mir jetzt einfach nochmal ein Stack Lasertürme. Husch da einmal durch meine Ardite-Picke und dann passt das. Oh, das hier sieht nicht gut aus. Lalalalalala. Zack. Und zack. Und zack. Und hier könnte ich eigentlich auch noch einen hinpacken, ne? Ja, machen wir nochmal hier auch einen hin. Auch mit ein paar davon. Und ein davon. So. So. Weißt du was? Warum? Ah, okay. Das bringt nichts. Gar nichts bringt es. Ja, freut euch. So. Die sind alle wieder am Arbeiten. Eisen kommt also wieder mehr rein. Das ist okay. Was wollte ich gerade? Genau, Lasertürme wollte ich abholen. Hier hinten. 50 Lasertürme. Topase. Ja, okay. Also ich mache jetzt wieder einen kleinen Zeitraffer. Das heißt, ihr könnt jetzt schon das Video beenden und zum nächsten springen. Weil das Ende des Videos ist einfach nur, wie ich jetzt durchgehend auf das Ding da einhacke für, keine Ahnung, 10 Minuten. Das Zeitraffer ich dann zusammen. Und am Anfang des nächsten Videos zeige ich euch, wie viele Topase ich wieder gesammelt habe. Damit wir ein paar mehr haben, um wirklich den Westen einmal komplett dicht zu machen. Dass ich weiß, es kommt ein Angriff auf den Westen, kann ich ignorieren. Und dann ziehe ich demnächst wieder los mit meinem Superschild und versuche dann die Basen im Osten ein bisschen klein zu halten und dann nach und nach hier im Süden und Osten auch die Verteidigung hochzuziehen. Und währenddessen forschen wir schön weiter mit dem Mining Drill in Richtung 5. Und sobald wir den 5er haben, haben wir eigentlich das Spiel gewonnen. Weil dann haben wir so viele Topase, dass wir die Verteidigung komplett einmal rum machen können. Den kann uns nichts mehr töten und wir können alles in Ruhe aufbauen. Das Einzige, was dennoch ein Problem werden könnte, ist, dass uns die Ressourcen knapp werden. Also weil das Eisenfeld da alles ist. Wobei wir dann halt, ne, einfach die Basis da wegmachen könnten. Dann hätten wir ein riesen Eisenfeld und eine Mini-Bahnverbindung und alles wäre gut. Wobei wir hier nicht mal eine Bahnverbindung bräuchten. Boah. Also es sieht soweit alles recht gut aus. Ich muss mir dann noch überlegen, was ich mir noch persönlich so für Ziele abstecke. Weil ich glaube, wir könnten jetzt schon... Nee, es fehlt noch ein bisschen was. Vor allem fehlen uns die Alien-Dinger da. Aber wir sind nicht mehr so weit davon weg, das theoretisch machen zu können. Aber es geht mir ja nicht darum, möglichst schnell die Rocket Defense zu bauen, sondern es geht mir darum zu gucken, was der Mod noch so liefern kann. Deswegen würde ich ganz gerne vorher auch noch die Sachen bauen, wie zum Beispiel den Lasertank und gucken, wie stark der ist. Auch wenn der ja eigentlich Vanilla ist, glaube ich. Ich glaube, die Tanks waren sogar Vanilla. Also der Tank auf jeden Fall. Lasertank bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe schon so lange kein Vanilla mehr gespielt. Ja, auf jeden Fall die Sachen noch bauen. Dann eventuell wirklich noch eine Bahnstation, auch wenn wir sie nicht brauchen. Aber es ist einfach schick, sowas zu haben. Weil man dann theoretisch so denken könnte, dass wir jetzt schon was vorbereiten für die zukünftigen Kolonisten. Dass die dann das hier als Stützpunkt nehmen können und dann überall außerhalb neue Basen bauen und da dann die Bahn hin und her schicken. Das wäre ganz schick. Stromversorgung hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne. So, das
wir einen riesigen Akku haben, hätte ich ganz gerne. Und dass wir die, keine Ahnung, auf MK3, MK4 bekommen. Das war in der letzten Staffel wesentlich einfacher irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wir gucken jetzt immer noch mit den allerersten Boilern darum. Das ist ein bisschen low-tech. Ja, aber das kriegen wir schon auch hin. Gibt noch genug zu tun. Also dann, pick, 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 pick und bis später.